vor 60 Jahren. Wurde Philipp Müller nicht weit von hier, 10 Minuten zu Fuß, an der Rüttenscheider Brücke von der Polizei hinterrücks erschossen. Warum? Angeblich aus Notwehr. Warum tatsächlich? Philipp Müller wollte 7 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs dagegen demonstrieren, dass jemals wieder dieses Deutschland gegen andere Länder in den Krieg ziehen konnte. Philipp Müller wollte gegen die Aufstellung der Bundeswehr demonstrieren. Dafür wurde er erschossen. Am 12. Mai diesen Jahres haben wir Philipp Müller in einer Demonstration gedacht. Am Ende dieser Demonstration wurden unter dem Vorwand des Paragraphen 86a Dutzende Personalien festgestellt. Und ich habe heute hier einen Prozess wegen angeblichen Widerstands und angeblicher Körperverletzung. Ich möchte euch jetzt eine kurze Grußadresse des Bertolt Brecht Jugendprojektes Mutter Courage und ihre Kinder vorlesen. Ich werde das in dem Hemd tun, in dem ich auch am 12. Mai diesen Jahres demonstriert habe und was als Vorwand dient. Die Kapitalisten sind am Ende und können unsere Zukunft nicht aufheben. Am 11. Mai 2012 waren viele Mitglieder des Bertolt Brecht Jugendprojektes Mutter Courage und ihre Kinder zusammen mit der FDJ in Essen und anderen. Wir haben an die Ermordung von Philipp Müller erinnert und in seinem Sinne gegen den deutschen Kriegskurs demonstriert. Denn die Gefahr eines erneuten deutschen Kriegers ist heute größer denn je. Aus keinem anderen Grund spielen wir heute Brechts Mutter Courage und ihre Kinder. Und aus keinem anderen Grund waren wir in Essen. Das Vorgehen der Polizei und der Grund, warum wir jetzt diese Soli-Adresse schreiben, beweisen, dass wir Recht haben. Die Kapitalisten und ihre Handlanger sind am Ende. Die Herrschenden der BRD haben Angst vor einer Jugend, die dazu aufruft, sich zu verbünden und gemeinsam gegen den Hauptfeind im eigenen Land zu kämpfen, den deutschen Imperialismus. Deswegen gehen sie gegen die FDJ vor. Aber die Jugend hat nur die eine Wahl. In den Krieg marschieren oder gemeinsam Widerstand leisten. Mitglieder des Ensembles Mutter Courage und ihre Kinder. Bremen, den 23.10.2012. Ich finde, recht so sehr muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Es ist in kurzen Worten ausgedrückt, warum wir heute hier stehen. Und warum wir garantiert auch nicht aufhören werden, gegen den Kriegskurs dieses Landes zu demonstrieren. Und diese Einschüchterungsversuche der Polizei, so wie jetzt auch wieder, durch einen Auflagenbescheid oder durch das Filmen und den Vorwurf des angeblichen Straftat, Paragraph 86a, wird uns nicht einschüchtern können. Aber wir wissen auch ganz genau, diese Polizei und dieser Staat haben noch ganz andere Mittel. In Nürnberg findet zum Beispiel gerade ein Prozess statt, wo einem Genossen vorgeworfen wird, aufgrund seiner Gesinnung hätte er 5 Polizisten ermorden wollen. Heißt, wir haben schon wieder Gesinnungsstrafrecht in diesem Lande. Aber dieser Staat, seine Organe, beschränken sich längst nicht mehr auf dieses Land. Die Bundespolizei ist im Rahmen von Frontex im Mittelmeer dabei, wenn Flüchtlinge zu Tode kommen, weil sie nicht an die Küste gelassen wird, weil ihnen der Sprit weggenommen wird. Ein Oberst Klein in Afghanistan.
Russen über 100 Afghanen zu Tode kommen. Und wird hierzulande, wie gerade geschehen, zum General befördert. Das sind die Zustände in diesem Land. Und ansonsten geben sie sich nur demokratisch. Das ist passiert.